Da sind wir wieder in Astrozgra bei Papers, Please. Willkommen zurück. Und ein koordinierter illegaler Grenzübertritt. Unbekannte Angreifer blamieren Sicherheitskräfte. Gipfelgespräche abgebrochen. Das kann nicht gut für mich enden. Die Zeitungen bringen nichts Gutes, aber hier ist sonst keiner, der mich besuchen will. Jetzt habe ich umsonst die Elisa durchgelassen, ja. Jetzt hat sie ihn auch noch verloren. Immerhin habe ich noch das Foto, was mich an meinen Kollegen erinnert hier. Er war ein netter Mensch. Er hat zwar nichts gekonnt bei seiner Arbeit, aber... Okay. Zur Steigerung der Effizienz wurden Einreisegenehmigung und Ausweisanhang zu einem Visum zusammengefasst. Ausländer müssen ab sofort ein gültiges Visum vorlegen. Ein wichtiger Kollege Unterhändler wird heute eintreffen, um die Probleme an diesem Grenzübergang zu besprechen. Astrozkanische Pässe von Bürgern aus dem Distrikt Altan sind weiterhin zu konfiszieren. Krisensitzung notwendig gemacht, ja. Das ist nachvollziehbar. Hätte ich besser geschossen, wäre nichts passiert. In Ordnung, dann kommen Sie mal rein. Wir brauchen ein Visum. Toll. So, Sie haben Polio-Ding, Sie haben Visum und Sie kommen zu Besuch. Bleiben einen Monat Besuch, okay. 49 Kilo, 1,74. Sie tragen eine Brille, das sehe ich hier aber nicht so. Das können wir hier mal testen. Maciwa Maczenska. Maczenska. Das stimmt überein, ist also in Ordnung. Die Impfbescheinigung, Matiza Faczenska. Polio 81 gilt also noch 2 Jahre. So, der Code. DGB, Hewok. Hewok, jawoll. Und sie sind noch keine der verdächtigen Personen hier. Nein, alles in Ordnung. Dann kommen sie rein. Jetzt haben wir noch mehr Zettel, die wir beobachten müssen. Oder einen größeren Zettel, den wir beobachten müssen. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. So. Sie sind zu Besuch hier. Polio ist okay. Sie bleiben 8 Wochen. Ja, das ist mir doch egal. Bram Ayers. Bram Ayers. Bram Ayers. 5NQHS. MBQVT. Kinnlange Haare. Mittelmäßig. 89 Kilo, 1,80. Stimmt. 83. MBQVT. Und weil sie zu Besuch kommen, brauchen sie keinen Arbeitsnachweis. In Ordnung. Dann darf gleich der Nächste kommen. Oh nein, was will der schon wieder? Sprich doch einfach mit mir. Die Regierung will den Forderungen Kolechins nachgeben und Christine preisgeben. Wir müssen die Verhandlungen stören. Lassen Sie den kolechischen Diplomaten rein, aber konfiszieren Sie seinen Pass. Ein Erzigagent wird ihm unter seiner Identität folgen. Mache ich nicht. Etzig, du bist mir egal. Ganz ehrlich. Etzig, habe ich keinen Bock drauf. Außerdem ist es nicht verdächtig, wenn er so hier entlang läuft mit diesem Ding. Sie kommen zu Besuch und bleiben 2 Wochen. 78 Kilo ist in Ordnung. Die Größe, ja, kann man sagen. Glatze, 5.1. Polio ist noch in Ordnung. Len Goldstone. Goldstone, wie auch immer. Der Code sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. West Christine. Wir haben Ost-Christine bei uns, dann ist das West-Christine, das ist in Ordnung. Der Code nochmal ganz kurz, jawohl, männlich. Das sieht soweit gut aus, bitteschön. Es ist echt viel, was wir jetzt beachten müssen. Da war der Name falsch geschrieben. Es geht mir so auf dem Senkel. So, wir sind aus Altan. Arne Kallewert. 51, 75 Kilo, 1,71. Orwetsch ist in Ordnung. Polio ist gut. Der Coach stimmt auch. Arne Kallewert, das ist alles in Ordnung. Das muss allerdings weggenommen werden. Bitteschön. Frag doch nicht nach. Hat sich das nicht durchgesprochen bisher? Unglaublich. Aber was war da mit dem Namen falsch? Guten Tag, der Kollege. Sie sind Astrozianer. Kosmoletski, jawohl. 42, 199 cm. Das stimmt aber nicht, mein Freund hier. Das stimmt aber nicht. Ost-Christine. Das werden wir checken, ob es an ihren Schuhen liegt. Polio ist in Ordnung. Kosmoletski.
Der Code ist auch gut. Jawohl, 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 jawohl. Alles in Ordnung, Sie dürfen einreisen. Ich bin gerade ganz kurz nicht sicher, wegen dem Geburtsdatum. Ich habe gerade wieder so eine Phase, wo ich sehr viele Sachen übersehe, muss ich sagen. Gefällt mir selbst natürlich jetzt nicht wirklich. Diplomatische, okay, sind die Kollegin da. Antekin Astrotzka ist in Ordnung. Cordon Kallo, der Code stimmt überein. Sie sind aus Vedor, was in Kollegin liegt. Cordon Kallo. FD08W, Polio ist auch in Ordnung. So, bitteschön. Nee, machen Sie keinen Ärger. So viele Zettel, so wenig Zeit. Und es geht weiter mit den Zetteln. Transitverkehr. Bleiben 2 Wochen, 2 Monate. Das ist eine Diskrepanz, die Sie aber gleich wieder ändern werden, sodass diese ganze Frage, dass er eigentlich nur eine Farce ist. Ja, ich bleibe einige Wochen. 60 Kilo ist in Ordnung. Größe 1,80 stimmt auch. Glatte Haare ist in gut. Ist in gut. Das hat man auch selten. Polio ist noch gültig. Minna was toller, Minna was toller, Minna was toller. Der Code stimmt. Der Code stimmt hier. Und sie sind nicht wegen Arbeit da. Deswegen darf ich sie reinlassen. Sonst hätten sie noch einen weiteren Zettel gebraucht. Die Arbeit wäre sehr viel einfacher, wenn mehrere Grenzkontrollen hier wären und nicht nur ich. Ja, gibt's nicht. Hab keinen, also verzieh dich. Wahrscheinlich wird mir irgendwann Etzig das Leben richtig zur Hölle machen. Sie könnten die Person da oben sein. Mach das. Die beiden Sachen, keine Übereinstimmung. Toll. Sie sind wegen Arbeit hier. Bleiben ein paar Monate. 65 Kilo ist gut, die Größe stimmt aber nicht überein. Das checken wir gleich mal nach. In der Zwischenzeit wird geguckt, dass Lia Maestrelli, Polio gilt noch. Das ist in Ordnung. Das sieht auch gleich aus. Lia Maestrelli, 1.4., 29. Habe ich den Code überprüft? Bin ich mir nicht sicher. Müssen wir noch hinterher machen? Ja, darf einreisen, alles gut. Manometer. Neun Leute werden bisher bezahlt. Ich brauche noch zwei, um auf plus minus null zu kommen. Sie kommen zu Besuch und bleiben 4 Wochen. Ein Monat, jawohl. Gwen Claire, das ist auch in Ordnung. Sie haben aber eine Ähnlichkeit mit dieser Person. Sagt aber nein. Claire Guang, 47. FEPO8. CBOKF. Jawohl. Polio gilt auch noch. Und weil sie nicht zum Arbeiten kommen. Ist das alles gut so? Bitteschön. Madame, wir kommen in die letzten Phasen hier des Tages. Ist keine der Verdächtigen, aber ihr fehlt der Ausweis. Ach. Pass fehlt. Wo ist ihr Pass? Dann gibt es Ablehnung, nicht wahr? Sie haben keinen Pass. Also können Sie gerade wieder gehen. Ganz einfach. Ohne Pass lasse ich Sie nicht rein. Wobei ich hätte Sie reinlassen müssen, gell? Nein. Ich war gerade wieder ein bisschen am Überlegen. Stimmt das jetzt oder habe ich was falsch gemacht? Das will ich nicht machen. 55 eingenommen. Wir können die Heizung wieder einsparen. Also kommen wir wieder auf einen 5er Gewinn. Das ist halt echt heftig, ey. 12 Leute muss ich pro Tag hinkriegen, um hier auf plus minus 0 zu kommen. Und die 100 Dollar, die ich noch habe, sind auch nicht gut. Eine provisorische Gesprächsbasis. Gespräche in Kollegien schaffen gemeinsame Basis. 100 Pro kommt der EdSec-Typ wieder. Der will mich wieder nerven. Will mir wieder irgendeine Rede halten. So. Das tun wir mal hier hin.
Das tun wir hier hin. Das Bild brauchen wir nicht mehr. Es sei denn, sie kehren nochmal vorbei, was aber dumm wäre, weil sie jetzt drin ist. Inspektor. Aufgrund der fortwährenden Angriffe weitet das Ministerium für Information die Konfiszierung von Pässen aus. Alle astroskanischen Pässe von Einreisewilligen aus dem Inland sind zu konfiszieren. Ausnahmen werden nicht gemacht, ausländische Pässe sind nicht zu konfiszieren. Gut, also jeder Pass wird konfisziert. Herzlichen Dank auch. Noch mehr Arbeit kann man nicht machen. Okay. Gib her. So. Medusa Gavazova. Weiblich. Bild stimmt überein. Orwetsch ist gut. 57 Kilo ist auch gut. Geburtsdatum stimmt. Medusa Gavazova. Der Code stimmt auch. Poyo ist gültig. Okay. Dann kriegen Sie dieses Zettelchen hier. Bitteschön. Warum? Ruf die Nummer an. Mach keinen Stunk und verzieh dich. Das ist echt ein nerviger Teil gerade. Hoffentlich kommen weniger Astrozkianer. Sie möchten Freunde besuchen und bleiben? 3 Monate. 68 Kilo bei 1,71 ist kein Übergewicht. Aber okay, steht da so. Mina Stavseska. Polio ist geimpft. 7Q409, 9PJ. Das ist auch gut. Great Rapid aus der Vereinigten Föderation. Müsste eigentlich stimmen. Und dann dürfen sie das hier mitnehmen. Nimm dir es doch selbst. Bin ich dein Diener oder was? Lag hier. Kannst doch wohl die Hand hingreifen. Du bist keine der verdächtigen Personen, weil diesmal nur Männer gesucht werden. Das braucht doch kein Mensch hier. Was ist da los? Ich brauche ein Visum. Gib mir Visum, du kein Visum, du tschüss. Ich meine ein Visum. Hier, verzieh dich. Laber nicht rum. Macht mir die Arbeit leichter. Mir doch scheißegal, deine Arbeit. Verdammte Scheiße. Ja. Mir ist auch egal, ob du jetzt wieder gehen musst. Sind wir uns ja einig. Uns ist beiden etwas egal. Eine Akkreditierung? Nein. Sie haben keinen Pass. Also hören sie auf, mich voll zu stänkern. Ja, geht doch gleich. Was soll das denn? 82 Kilo bei 1,66 ist gut. Die Größe, das Datum ist auch noch okay. Männlich Thomas Papai, H75LX, 892QA, jawoll. Dann stimmt der doch. West-Christine ist Kolechien, Ost-Christine ist Astrotz. Ich kann den Namen schon bald nicht mehr aussprechen. Mach meine Stimmbänder nicht mehr mit. Astotzka. Tag, Herr Kollege. So. Oh, dankeschön. Karel Sovite, Polio ist okay, Orwetsch ist auch gut, 37, jawohl, 89 Kilo stimmt auch, 1,79 ist ebenfalls in Ordnung. Sie sind keine der verdächtigen Personen, das heißt, ich kann ihren Pass einkassieren und gebe ihnen dieses schöne Zettelchen, damit sie mich gleich fragen können, wo ist mein Pass? Oh, cool. Muckibude. Schön. Ich glaube nicht, dass ich es irgendwie nötig habe, aber sie kommen zu Besuch, bleiben 2 Wochen. Jawohl, 89 Kilo stimmt, die Größe stimmt auch. Alvaro Frank, Foto stimmt auch, sie sind keine der Verdächtigen. Polio ist noch gültig. Das ist gültig, ihr Ausweis ist gültig. Joko Stadt und Kolechien müsste auch hinhauen. Männlich. So, 500p. Jawohl. Und das stimmt auch. Hier, bitteschön. Nimm mit. Tschüss. Mal gucken, da gleich einer kommt, der irgendwie meckert, dass er zu schwächlich ist. Dann würde ich ihm das nämlich geben. Toll. 30 Tage bleiben sie für Arbeit. 90 Kilo ist richtig. Größe stimmt auch. 31. Toll. Ich schieß nochmal hinterher. Anschlag. Wieso muss jetzt noch so ein verdammter Anschlag kommen?
dass MR4 die Pässe ihrer Familie konfisziert. Wieso das denn? Ach so, klar. Weil wir ja auch hier sind. Miese gemacht. 20 miese. Weil ich den Schuss verkackt habe. Ich war nicht schnell genug. Kinderserienmörder flieht aus UF-Gefängnis. Simon Wenz, geboren nach Trotzka, auf dem Weg nach Hause. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge auf Simon Wenz aufpassen müssen. Wisst ihr Bescheid? Ich hoffe ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum Samstag. Tschö, Leute.